Hi, ich bin Sarah, Projektleiterin in unserem Münchner Office. Ich bin seit 2020 bei BCG und ich beantworte euch heute eure Fragen. Als Ärztin habe ich jeden Tag einen spürbaren Einfluss, aber als Beraterin bleibst du nie lange genug, um die Ergebnisse deiner Arbeit zu sehen. Das würde ich gar nicht so unterschreiben. Je nach Projektzielsetzung begleiten wir oftmals auch die komplette Transformation oder auch Implementierung, zum Beispiel von Strategien oder gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen gemeinsam mit dem Kunden. Wir gestalten hier dann gemeinsam mit dem Kunden die Initiativen aus, kümmern uns auch um eventuelle Change-Prozesse in der Unternehmensorganisation und pflegen dann auch natürlich nach dem Projekt einen regen und engen Austausch mit dem Kunden und halten dann die Ergebnisse nach. Ja und ja. Wir screenen natürlich bereits bei der Bewerbung und schauen uns die Anforderungen je nach Fachbereich spezifisch an. Aber im Interviewprozess durchläuft tatsächlich jeder sowohl Non-Vivi als auch Vivi den gleichen Prozess. Und bezüglich Training bei fehlendem BWLer-Wissen, auch hier kriegen unsere Non-Vivis erstmal am Anfang zum Einstieg einen einschlägigen Crashkurs. Wie funktioniert das eigentlich mit der Beförderung bei BCG? Wird der oder die Lauteste bevorzugt? Wenn dem so wäre, wer weiß, ob das mit meiner Projektleiterbeförderung so gut gelaufen wäre. Wir bei BCG befördern und bewerten die Leute eigentlich nach einem ziemlich weiten Spektrum an Kriterien und das auch gleich und fairermaßen. Das heißt, hier zählt es weniger, wer ist der Lauteste, als vielmehr, bei wem stimmt das Gesamtpaket. Hier spielen dann oftmals auch Faktoren wie Engagement bei BCG, Kommunikation und Präsenz und vor allem auch die Fähigkeit zur Problemlösung eine große Rolle. Ich als Ingenieurin zwischen all den konservativen Anzugsträgern. Beratung passt nicht zu mir. Eins vorwegzunehmen, konservative Anzugsträger sind wir auch schon lange nicht mehr. Also es ist auch heute an der Norm, dass wir zum Kunden gerne mal in Jeans oder auch weißen Sneakern kommen. Gerade bei BCG sind wir eine coole Kultur und sind auch innerhalb des Teams super locker. Also konservativ habe ich, glaube ich, noch niemanden bei uns erlebt. Ohne Beratungserfahrung oder Wirtschaftsstudium werde ich auf Projekten nicht ernst genommen. Das ist ein Mythos. Ich glaube, BCG lebt aus der Stärke der Diversität und es gibt kaum einen Case, bei dem wir nur mit Beratern aus einer Fachrichtung gemeinsam arbeiten. Gerade auch unsere Partner, das heißt über alle Senioritäten hinweg, schätzen es total, wenn wir ein sehr diverses Team mit unterschiedlichen Hintergründen auf dem Case haben und finden es auch immer wieder spannend, voneinander zu lernen und neue Ansichten und auch neue Einsichten in verschiedene Fachbereiche zu bekommen. Auf Projekten zu arbeiten, das wird doch irgendwann langweilig. Das wurde es bis heute tatsächlich noch nie. Ich hatte eigentlich immer super, super viel Spaß, hatte immer verschiedene Themen, verschiedene Teams, verschiedene Kunden und wir haben durch die Bank eigentlich immer super facettenreiche Projekte bearbeitet. Das heißt, repetitiv gibt es bei uns nicht. Was ist besonders am BCG? Definitiv unser Group Spirit. Dicht gefolgt von den diversen Themen, an denen wir Tag für Tag bei BCG arbeiten und auch die steile Lernkurve, die seit Tag 1 bei meinem Einstieg bei BCG nie geendet hat. Ich würde mich mega freuen, auch dich bei einem unserer Events in der Zukunft persönlich kennenzulernen.